Ja, hallo erstmal und wieder herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Terra. Die letzte Folge war doch nicht so lange. Ich habe mich doch ein bisschen getäuscht mit der Zeit. Waren 25 Minuten. Also passt. So. Jetzt wollen wir hier nochmal die nächste Schnellreisefigur freimachen. Vielleicht kriegen wir ihn diesmal unsichtbar irgendwie rangeschlichen. Aber ich frage mich bloß wie. Der dreht sich ja gleich um. Mal gucken. Kriegen wir nicht immer noch? Schade. Hey, komm weg. Gut. Diesmal nicht, mein Freund. Ministerium Löschpuder. Oh. Da hätten noch einer nicht. Aber der wird uns gleich sehen, ne? Aber erledigt. Was gibt der? Erstmal ordentlich Punkte. Also mein Teatschrott, Kügelchen, gut. So, jetzt kommen wir doch hier hoch, ne? Und ich stehe hier auch noch mit. Warte mal. Wir standen sonst auch mal zwei. Die gehen erstmal hoch. Wir wollen ja die Schnellreisefigur freimachen. Oh, shit. Alter Falter. Jetzt aber. Schnell freimachen, komm. Gleich mal rasten, damit wir den dritten Punkt kriegen. Oh. Puh. Okay, so. Ist er wieder da in dem Moment. Können wir gleich ausschalten, ne? Bevor wir hier. Der ist ja, ich glaube, der ist immer da, ne? So, mein Freund. Zack. Dort war's. So. Wir sparen uns mal ein bisschen das Unsichtbarkeitskonfekt. Der andere steht ja immer noch hier unten jetzt wieder, ne? Rechts von uns. Wir gehen aber mal nach hier lang. Mal schauen, was hier so ist. Da liegt was. Das ist neu. Da sitzt auch noch eine. Okay. Können wir das erstmal aufsammeln? Ja, Jarikos Konfekt. Okay. Ist das ein Feind? Ja. Lauschen? Warum können wir nicht lauschen? Hat er das ausgestellt? Habe ich den freigemacht? Mal gucken. Jo, lauschen hatten wir nicht. So. Was können wir nicht mit? Der hat zwei Murmeln. Der gibt es bestimmt ohne Gebetsperle, oder? Ich bin Summer. Ich leihe mir das hier aus. Bitte wacht über mich.
Wir, der Ashina-Clan, werden diese Schlacht gewinnen. Aha. Okay. Kriegen wir da einen Kill hin? Was haben wir nochmal? Prothesen? Haben wir Pfeifen? Können wir erstmal rausnehmen, ne? So, Feuerwerk, Sterne. Funken, ausgeladener Speer. Flammensturm, bleibt ihr, ist er ja gegen Flammen. Was kostet zwei Symbole? Oh Gott, oh Gott. Hauptsache wir sterben, nicht? Mal sehen, jetzt halber schon mal reinschmeißen. Göttliches Konfekt. Ach komm, machen wir mal. So. Hey, Makakot. Wir haben uns ganz schön weit eingehiebt hier. Oh, ist tot. Ich wollte auch nicht das nehmen. Ich wollte auch den anderen nehmen. Ach, schon wieder tot. Ach nö, ich wollte ja auch meine Prothese nehmen, dass ich nicht das. Der hat rote Augen, der ist gut gegen. Da kann man Feuer machen, ne? Da haben wir schon richtig ausgerüstet gehabt. Na, Punkte verloren, 6000. Alter Falter. Na, hier wird das eh schwer sein mit. Mit. Na. Okay, dann machen wir nochmal Konfetti rein, ne? Jetzt schon mal Konfetti. Also der dreht sich gleich um, okay. Was muss ich mit der Prothese denn gleich machen? Komm weg! Kommt weg! Kommt weg! Kommt weg! Kommt weg! Was fangen wir mal an? Eins! Komm mal weg! Weg, 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 weg! Heil. Oh, Alter. Der ist doch gleich hinüber. Ich gebe nochmal auf. Wir sind auch gleich wieder hinüber. Wir sind schon wieder hinüber. Alter. Ach, die Symbole waren ja auch alle. Ne? Oh ja, verlieren wir wieder ohne Ende. Aber der hat eine Gebetsperle. Hundertprozentig. Der hat zwei... Dinger da, ja, verliert wieder ohne Ende. Okay, 18. Okay, naja, gut. Ist bloß doof, dass wir dann jedes Mal auch dieses Konfetti dann verballern, ne? Und dass ich hier dieses Duken drin habe, das irritiert mich auch immer. Aber können wir eigentlich rausnehmen, ne? Weil er kämpft ja, wir können uns da eh nicht anschleichen. Ach, hier oben. Nee, da. Raus damit, so. Anschleichen tut er sie ja, können wir ja eh nicht, also von daher. So, Konfetti. Heilflaschen.
der haut uns ganz schön rein hier, ne? Zack. Die haben kann ich. Alte, hatten wir fast gehabt. Na, ich drücke mal zweimal, ne? Ich muss nur einmal drücken. Oh, oh, oh. Aber den legen wir jetzt in der nächsten Runde. Versprochen. Boop. Sprach der Terra und war wieder tot. Na gut. So. Boop. Nicht so weit nach die Kurve laufen. Gleich beide Wände eingerissen. Na gut. So. Ja, der Terra will das immer alles so schnell wie möglich hinter sich bringen. Schon zwei. Okay. Warte mal, wir machen wieder Duken rein. Ich darf ja irgendwo hinkommen, was uns gefährlich werden könnte. Hier war der Weg nach Ishin Ashina, ne? Zu seinen Räumlichkeiten, aber. Hier ist aber nichts mehr. Warum Kampfmusik? Ah, da unten. Obendach, lass dir Obendach kämpfen. Da ist da obere die Plattform. Na, lass uns das mal bitte. Der ist die Schnellreisefigur. Wobei, wir haben noch ohne drei Punkte. Gut. So. Aber die bringen ordentlich Punkte. 1000 Punkte, ne? Aber, ja. Bei dem, was man hier einsammeln muss, ist ganz schön anstrengend, hier zu farmen, würde ich sagen. Ne? Aber wir können den nicht... Wir haben Übernehmen drinnen, ne? Ja. Reicht auch noch für ein Geistesymbol. Kriegen wir den jetzt von hinten? Oh oh. Machen wir es nicht?
unsichtbar machen dafür, ne? So. Die stehen immer so bescheuert, dass du die gar nicht... Na klar. Hey, hör auf. Ich wusste, das geht in der Hose. Ich wusste, das geht in der Hose. Wo sind wir denn? Wir sind tot. Er macht seine Spirenz hier und der andere kommt bestimmt gleich von oben, oder? Hier. Der kommt wirklich runter. Also Feuer braucht der wohl nicht, wa? Ich komme hier nicht weg. Ich hänge hier fest irgendwie. Ach, hör doch. Ja, hätten wir mal sein lassen sollen, ne? Ja. Nee. Dann lassen wir den mal da stehen. Wir verlieren eh wieder Punkte jetzt, was wir gerade gewonnen hatten durch den anderen. Denn lassen wir das hier mit dem. Also das Feuerding hat ihn gar nicht gejuckt, ne? Hier bohren wir Kreise wieder rein. Feuerwehr, bla bla bla, haben wir alles gut. Denn gehen reisen wieder mal. Wo reisen wir überhaupt hin? Haben wir noch irgendwie was wir nicht. Noch nicht frei haben wir in der Burg. Da sind wir so. Da können wir hinreisen, da können wir hinreisen. Altes Grab können wir hinreisen. Schrein der großen Schlange, oh. Da war der Spätrige, der hat ja auch zwei Mumien, ne? So, in der Nähe des Durchgangs, gut. Schrein der großen Schlange, das ist da, so, okay. Da kamen wir auch durch das alte... Vom alten Grab kam man eigentlich vom alten Grab hin. Da auf dem Innenhof. Ja, dann reisen wir da mal hin. Sollten vielleicht mal alles freischalten da in der ganzen Burg. So. Wir sollen ja auch unterstützen, ne? Ist beim Grab was Neues? Der schwarze Dachs, der war ja nicht mehr da, ne? Der ist ja damals abgereist, ne? Abgehauen. So, hier gibt's nichts Neues, okay. Da unten steht auch welche auf der Brücke. Habe ich mich vorhin verguckt? Dass wir ins Aschiner Umland gar nicht reisen können. Warum nicht? Schauen wir gleich nochmal nach. Ne, die sind auch alle gesperrt. Warum das denn? Ist da gar nichts frei? Guck mal, hier ist alles gesperrt. Das Anfanggebiet, warum? Umlandmauer, Fahrt zum Tor. Ach, da war da, wo die erste Prothese gekriegt haben, ne? Da war unser Verkäufer, da war ja der Oger ganz am Anfang. Unter der Treppe. Da haben wir, glaube ich, das erste Mal die Schlange gesehen. Aschiner Burgtor, Festung, Aschiner Burgtor. Apropos Schlange. Ins Inventar gucken. Da hatten wir doch von der Schlange doch dieses komische Herz gekriegt, ne? Hier ist Schlangeingeweide. Hat er nicht die Alte auch gesagt, ich hätte dann gesagt, hier rate anwesend beim Tempel, dass da
die Schlange, da gibt's feuchtes Ding da, da wo die den Drachen steigen lassen haben. Okay, wir reisen erstmal zum zum Tempel. Tempel. Das ist da, wo ich meinen Unsichtbarkeitskonfekt farme bei den drei Typen, die da umher eiern. Tempelgelände? Nee, da war das nicht. Hauptsaal. In das Heiligtum? Nee. Höhle im versunkenen Tal. Nee. Wo ist denn das gewesen? Wo wird der alte Uschi da? Ach hier, ne? Wir ging ja nicht direkt hin. Wir müssen uns da durchhangeln. Ne? Durchkämpfen. Ja, kämpfen. Man kann ja auch mit Unsichtbarkeit da von Baum zu Baum springen. Genau, hier war das. Hier hatten wir den einen, den Dicken weggeschickt, dass er uns da, wie gesagt, hilft oder wie auch immer. Aber hier hat sich nichts geändert, ne? Hier ist dann noch alles beim Alten. Wir können uns nochmal einen, den anderen da zur Brust nehmen, der hier, glaube ich, um die Ecke steht, auf der Brücke, ja. So. 87 Punkte. Ich meine, ist im Vergleich dafür da oben, für die Violetten, ne, ist das richtig. Entschuldigung. Ist das schon ein bisschen lächerlich, ne, von der Punktzahl her. Warte, lass uns unsichtbar machen. Weil ich weiß nicht, was hier passiert. Wobei, da verschwenden wir wieder kostbare unsichtbare Garschins-Konfekte. Wo ist er denn? Okay, das kam gleich der nächste, ne? Was gab es? Fettwachsklumpen. Aber wir brauchen Grabwachsklumpen, ne? Für den Stern, oder? Wo ist er? Ach, hier gibt's die jetzt. Ach so. Runter mit dir. Fettwachsklumpen. Waren das Fettwachsklumpen, die wir gebraucht haben für den anderen Stern? Die wir da... Na, ihr wisst, die wir da noch kaufen hätten können. Aber uns fehlt ja eh die Kohle, ne? So. Jetzt haben wir 300. Ach, wir kommen. Lass uns doch mal schnell. So. Zum Maronentempel. Ach, wir haben eine Schnellreisefigur. Warum immer so einen Umstand machen? So. Ich hoffe, war richtig, sonst müssen wir die hier alle noch mal machen. Na egal. Wir müssen eh, glaube ich, mit der Folge zu Ende machen. Weil die Zeit schon wieder erreicht ist. Ist er noch da? Er ist noch da. Er ist doch noch nicht abgereist. Das ist aber nett von ihm, ne? Ja. Ja. Materialien? Ne. Fettwachsklumpen. Warte mal, nee, was ist denn das? Grabwachsklumpen. Und was haben wir jetzt eingesammelt? Fettwachsklumpen, ne? Grabwachsklumpen. Oh, na gut. So. Na gut, dann wieder zurück zum Tempel. Hier, von hier aus kommen wir nicht weiter, ne? Hier ist alles. Der Greifhaken da, der ist weg. Da kommen wir nicht mehr lang. Und woanders geht's gar nicht, ne?
nicht runterfallen. Runterfallen ist tödlich. Oh, das ist ja. Hier kommst du gar nicht mehr lang. Da ist noch der Greifhaken. Ja, vielleicht, wenn du versuchst, da rüber zu springen, dann vielleicht in letzter Minute dann nochmal hochspringen kannst. Okay. So, Sample-Tempel. Nee, war schon richtig so. Da reisen wir jetzt noch hin und dann machen wir Schluss und dann in der nächsten Folge gehen wir da mal dahin, wo ich eigentlich hin wollte, zu der einen Uschi, die da oben saß, mit die uns gesagt hat, lass einen Drachen steigen und so, ne? Okay, dann machen wir hier Feierabend. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Einschalten, fürs Zuschauen. Ja, bewerten, Bewertung und Abon dalassen. Ansonsten Tipps und Tricks, ihr wisst Bescheid. Bis dahin. Bleibt gesund, genießt das Wetter, euer Terra. Ciao!